Moin Leute, willkommen bei Drehab, dein Kanal. Wir sind die C&B-Mädchen vom TSV Jankalden. In unserem Film geht es um 5 verschiedene Situationen im Mädchenfußball. Diese 5 verschiedenen Beispiele sind übertrieben witzig dargestellt. Wir hoffen, wir bringen euch zum Lachen bei unserem nicen Film. Kaum ist die Mannschaft auf dem Platz, da geht es auch schon los. Sie wärmen sich konzentriert auf, wollen dabei aber nicht nur gut aussehen, sondern auch noch gut riechen. Du, ich denk ja schon. Auch die Haare müssen bei Wind und Wetter gut liegen. Während einige sich einfach die Haare zusammenbinden, benutzen andere Haarspray, um sich zu stylen. Die Torhüterin ist die wichtigste Position. Ohne sie läuft nichts. Sie bringt Ordnung in die eigenen Reihen. Wir sind doch eh alle zu doof dafür. Ich hab doch eh den besten Job. Im Mädchenfußball werden die Entscheidungen des Schiedsrichters oft kritisiert. Die Spielerinnen bringen dies lautstark zum Ausdruck. Ey, Schiri, hast du keine Augen im Kopf, du Blindschlange? Solche Beleidigungen dulde ich nicht. Du bekommst jetzt rot. Schiri, hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Kaum ist das Spiel abgepfiffen, da feiern sie den Sieg wie eine gewonnene Weltmeisterschaft. So Leute, das war's von uns. Wenn ihr interessiert seid und uns live sehen wollt, dann kommt zum TSV Jankalden. Erreichen könnt ihr uns auf unserer Website www.tsv-jan-kalden.de. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst ein Like da und bedient die Glocke. Kommt da noch was? Und schütteln, schütteln, ja. Umkippen. Zusammen! Nein, nicht außer. Ja, wo ist denn jetzt die Grenze? Hier? Bin ich noch drauf? Was habe ich denn nochmal gesagt? Ey, Schiri, hast du kein Auge im Kopf, du Blindschlange! Es geht nicht auf! Leute, das war's von uns. Glocke.